Willkommen zurück zu Dawn of Man. Die Stadt wächst und gedeiht. Sie sieht wahrlich prächtig aus. Ganz viele Tiere laufen herum. Es sind ganz viele Ressourcen da. Die Leute sind glücklich und zufrieden. Es könnte eigentlich gar nicht schöner sein. Mit Ausnahme des Übergangs zur Eisenzeit. Dun, dun, dun. Das dauert noch ein bisschen. 25 Punkte brauchen wir dafür. Wir haben aktuell 22 Punkte. Das heißt, für mich bleibt jetzt momentan nicht viel mehr übrig. Wer liegt hier herum? Achso, ein Stier, eine Kuh. Eine Kuh liegt genüsslich in der herbstlichen Sonne. Für mich bleibt jetzt aktuell nicht mehr viel zu tun, außer abzuwarten, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Oh, jetzt fängt schon wieder, kaum fange ich mit der Aufnahme an, fängt es schon wieder an zu schütten aus Kübeln hier. Eieieiei, na gut, wir gucken mal, wie es aussieht. Wir machen mal ein bisschen schneller. Wir sparen auf die 125 Bevölkerung, wenn ich mich noch richtig erinnere. Damit wir nochmal, lass mich kurz nachschauen, damit wir nochmal die 3 Wissenspunkte bekommen, genau. Damit wir nochmal hier auf die 3 Wissenspunkte kommen, um dann die 25 zu bekommen. Und dann, oh, jetzt Jerigok hat sich eine Krankheit zugezogen, das heißt, hier wird hier oben gleich 121 stehen dann. Das heißt, für uns, wir müssen uns dann überlegen, ob wir überhaupt in die Eisenzeit gleich wechseln wollen oder ob wir noch sonst irgendwelche Tätigkeiten durchführen wollen. Ich, für mich, hätte er schon gesagt, ja doch, machen wir natürlich. Ich habe jetzt gerade gesehen, ne, hier die Felder wurden leider nicht mehr abgeerntet, schade. Oh, Lederrüstung mal 10, nochmal einen Wissenspunkt, sehr schön. Das ist natürlich ein bisschen, oh, Bier auch noch einen Wissenspunkt. Ja, wir brauchen ja die 125 Leute gar nicht, wir kriegen das auch so hin. Wir brauchen einfach ganz viel Bier. Aufgabe erledigt, ein Händler ist angekommen. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich hier wieder so rüde hin und her gesprungen bin, wir haben hier die Felder leider nicht mehr komplett abschöpfen können. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob das an dem damaligen Räuberangriff lag. Aber der ist schon viel zu lange her. Ne? Das war nicht das Problem. Wir haben einfach zu wenig Leute, die hier die Felder bewirtschaften. Also was wir machen, ist vielleicht, dass wir jetzt nochmal ordentlich Häuser bauen. Also nochmal irgendwie 5 Häuser hier ransetzen vielleicht, um die Kapazität zu erhöhen. Aber wir haben jetzt auch Platz für 32 zusätzliche Einwohner. Die müssen ja alle erstmal kommen. Also vielleicht sollte man sich hier ein bisschen noch gedulden, ehrlicherweise. Bevor wir hier alles zupflastern mit neuen Häusern. So, was ist hier für ein Auflauf? Meine Güte, 3 Esel, ein Pferd und die Wora. So, wir gucken mal kurz. Esel brauchen wir aktuell nicht mehr, oder? Esel sind wir bei 25. Zinnerz, Stroh, Bronze, Schwert, Komposit, Bogen, Bronze, Axt. Wir könnten mal gucken, ob wir nicht noch irgendwelche Sachen loswerden wollen, aber wir haben beim letzten Mal so viel an guten Dingen verkauft, dass ich jetzt gar nicht so viel übrig habe, um nochmal schön einkaufen zu können. Ich glaube, wir sparen uns mal diesen Einkauf. Im Winter dieses Jahres gibt es nichts vom Händler. Der Weihnachtsmann bringt keine Geschenke. Ist leider so. Und wir sparen noch ein bisschen. Ach du, jetzt guck an, wer hier durchs Dorf zieht. Guck an, wer hier durchs Dorf zieht. Mensch, mit dir habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Da hätte ich ja gar nicht mehr daran gedacht, dass du überhaupt noch unterwegs bist. Aber na gut, es dauert halt ein bisschen, ne? Sehr, sehr gut. Die Frage ist, wohin wird der jetzt gezogen, ne? Was ist denn die nächste Baustelle? Ist das eins hier oben? Wir haben ja hier oben noch Sachen. Oder ist das vielleicht sogar eines der neueren Gebäude hier? Die Statue hier? Wir könnten aber mit der Statue beginnen hier. Wir fangen mal an mit der kleinen Statue hier. Vielleicht checkt die KI das noch, dass wir hier die mittlere Statue als erstes bauen wollen. Es kann aber sein, dass dieser Megalith jetzt schon einem anderen Bauwerk zugeordnet ist und die Dorfbewohner leider nicht mehr so flexibel sind. Wenn der Bürgermeister sagt, wir müssen die woanders hinbringen, dass sie die dann auch woanders hinbringen. Wir gucken mal. Wir gucken mal und haben 3 Punkte bekommen jetzt, oder? Komischerweise 125, wenn mich nicht alles täuscht. Aber hier oben sehe ich wieder 123. Also entweder sind da wieder welche gestorben. Ich habe irgendwie Punkte bekommen. Ich dachte eigentlich, ach, 99 von 100 Räuber. Ich dachte eigentlich für die Gesamtbevölkerung. Bin ich aber unschlüssig. Das wäre fies, wenn man jetzt hier quasi wieder auf 125 geht, 3 Wissenspunkte bekommt, dann wieder zurückfällt
dann wieder auf 125 hochgeht, wieder 3 Wissenspunkte bekommt, so wird das wahrscheinlich nicht ablaufen. Ich habe für irgendetwas anderes Punkte bekommen. Das war leider zu schnell weg. Ich war auf den Megalithen sehr konzentriert. Jetzt ist ja aber die Hölle los, Mensch. Und deswegen habe ich das nicht gesehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir beobachten mal kurz den Megalithen. Wir könnten schon upgraden, ne? Wir könnten schon in die Eisenzeit wechseln. Ach, jetzt wurde er allein gelassen. Jetzt wurde der alte Gorak wurde allein gelassen. Aber es kommt zu Hilfe Marant. Sehr schön. Und, jetzt ist er aber hier. Zu dritt gleich. Respekt. Da wird noch zusammengehalten bei uns im Dorf. Kupfererz 500. Wissen plus 1. Nochmal einer. 4 Leute. Jetzt geht das hier im Sauseschit. Bei höchster Geschwindigkeit. Ich mach mal normale Spielgeschwindigkeit. Ist immer noch sehr langsam. Aber bei höchster Geschwindigkeit sieht es zumindest danach aus, als würden sie hier schon ganz schön vorwärts kommen. Es sieht so aus. Leute, es sieht so aus, als würde der... Ah, schade. ganz knapp vorbeigezogen an der Baustelle, wo sie eigentlich hin sollten. Er war schon reserviert für hier oben. Na gut, jetzt habe ich hier oben einen, den ich nicht brauche hier. Ja Leute, wir müssen nochmal Megalithenjagd ausrufen. Winter überlebt, Wissenspunkte, sehr schön. Wir müssen nochmal Megalithenjagd ausrufen. 122, jetzt werden die Leute wieder weniger hier über den Winter. Stroh ist Gott sei Dank wieder ganz gut da, das gefällt mir sehr. Aber wir brauchen mehr Dorfbewohner. Wir müssen einfach abwarten, dass wir an mehr Dorfbewohner kommen. Wenn mehr Dorfbewohner da sind, bekommen wir auch mehr Ernte hier. Und dahingehend auch mehr Stroh. Wir können unsere Tiere wieder besser unterhalten und die Arbeiten besser verteilen. Und wir können die, denke ich mal, auch noch ganz gut befüttern, unsere Leute derzeit, ne? Habe ich bei Brot eigentlich eingestellt, dass wir hier 50 Einheiten nur machen? Könnte man auch mal auf 100 hochgehen. Genauso bei Mehl, weil wir doch sehr viel an Getreide haben. Auch wenn wir das für das Bier noch brauchen. Auch mal Wasser auch, Käse. Bei Käse immer noch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, entweder wird der ganze Käse weggemampft. Oder wir produzieren wirklich sehr, sehr wenig Käse. Was mich freut, ist 5 Leder. Das ist schon mal sehr gut für unsere Lederrüstungen. Ja, dann müssen wir jetzt einfach warten, dass wir hier die 32 zusätzlichen Einwohner noch irgendwo unterkriegen. Und ich hoffe, die kommen dann auch irgendwann mal bald. So, bevor wir das aber machen, gehen wir noch kurz auf Megalithenjagd. Da könnt ihr euch jetzt auf den Kopf stellen. Ich will einen neuen Megalithen. Ein neues Prestigeobjekt braucht der Bürgermeister. Er braucht nur den Megalithen. Hier ist einer. So, einmal abbauen. Er ist schon ganz schön weit weg. Aber besser wird's nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwo in der Nähe nochmal einen haben. Weil wir schon sehr viel Megalithen in der Nähe abgebaut haben. Hier drüben auch. Lass die jetzt alle abbauen da, ne? Kenne ich jetzt nichts. So. Wir brauchen die. Der Bürgermeister braucht auch irgendwie Prestigeobjekte, um sein Dasein zu rechtfertigen. Da muss ich ja irgendwie so ein Monument aufsetzen. So, 4 Stück, das reicht. Wir gehen mal auf höchste Geschwindigkeit. Und jetzt, ich überlege, Leute, ob wir jetzt schon wechseln sollen. Wir gucken mal kurz rein, was uns das jetzt hier bringt. Also, würden wir hier diese Eisenzeit freischalten, dann bekomme ich Eisenmine, tiefe Eisenmine, Banner, Rennfeuerofen, Schmied, Stahlherstellung und dann die ganzen Eisengerätschaften. Das Problem ist halt, da wir jetzt schon sehr ausgelastet sind, ist wahrscheinlich jetzt hier dann die Auslastung mit der Eisenmine und dem ganzen Zeug natürlich noch höher. Also logischer wäre es, wenn man rein logisch vorgehen würde. Oh, 4 Leute. Wenn man rein logisch vorgehen würde, dann würden wir jetzt natürlich erstmal schön an Bevölkerung ansammeln und schauen, dass die alle versorgt werden, gut versorgt werden, dass wir die versorgen können und erst dann wechseln. Aber das kann halt dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahre dauern, bis hier das Dorf dann wieder voll ist. Und in der Zeit kann ich halt sehr wenig machen, außer euch Geschichten von Hinz und Kunz und dem grünen Grashupfer zu erzählen. Schwierige Sache, ne? Das ist schwierig. Wir gucken mal ganz kurz, was es hier gibt. Vieh ist momentan 8. Also Vieh könnte man definitiv machen. Nee, jetzt geh doch nicht. Nein, ich wollte dich doch... Ah, Mann. Jetzt zieht er mit seinen Tieren wieder weg. Ich wollte ihm jetzt das Tier abkaufen.
Und das habe ich jetzt davon, von dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit hier. Stufe 8 ist das, oder? Ja. Ah, das ärgert mich ein bisschen. Wir haben ja eingestellt bei den Tieren. Eingestellt bei den Viechern. 30 Stück eigentlich. Also wir hätten locker noch Platz für die Kühe. Ah, ärgert mich ein bisschen, Mensch. Das ärgert mich etwas. Na gut, aber Pech gehabt. So, ansonsten... Ressource verfällt ganz schön hier. Also was wir machen ist, wenn der Händler kommt, wir verkaufen einfach das ganze Brot jetzt. Wir verkaufen das ganze Brot. Es sind auf alle Fälle jetzt nochmal Bewohner gekommen, 126. Ich glaube, ich sage euch das jetzt gleich mal. Auch wenn wir noch 10 Minuten, 15 Minuten haben im Spiel. Aber ich glaube, wir werden in dieser Folge jetzt nicht in die Eisenzeit wechseln. Ich würde sagen, diese Folge steht ganz im Zeichen der Beobachtung unserer Dorfbewohner. Und wir werden kontrollieren, ob sie ordentlich arbeiten. Oh, das sieht echt cool aus. Das sieht schon echt cool aus hier. Wir werden beobachten, ob sie ordentlich arbeiten und ob sie das gut machen. Und ein bisschen fachsimpeln und schön daherreden. In Bayern sagt man gescheit daherreden. Ne, besserwisserisch quasi. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir vielleicht mal im nächsten, in der nächsten Aufnahme. Schön auch jetzt, wir haben schon ganz schön viele Pflüge. Ne? Wir haben jetzt 7 Stück. 4, 5, 6, 7. Die stehen jetzt hier alle herum. Und mal gut, da wäre noch ein bisschen Platz für Pflüge. Aber das Anpflanzen, wie gesagt, ist anscheinend kein Problem mehr. Seht ihr das? Das geht bis hier hinter. Das Anpflanzen ist alles kein Problem. Hier ist auch nochmal Eisen, sehr schön. Nur die Ernte. Wenn die Kühe noch irgendwie für die Ernte auch genutzt werden könnten, wäre das natürlich fantastisch. Aber anscheinend geht das nicht so einfach. 127, perfekt. So, wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwie nachjustieren müssen bei den Vorräten. Ich glaube, dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Fische, wir gucken mal bei den Fischen. Da ist nämlich alles jetzt quasi so ein bisschen leer geräumt. Und wir könnten natürlich jetzt hier mehr Leute einstellen zum Fischen. Problem wird sein, dass die dann trotzdem hier alles leer räumen, oder? Na, wobei 42. Wir müssen mal gucken, wie es im Herbst dann aussieht, ob diese ganzen Fischgebiete dann leer sind. Oh, können wir mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwo noch... Hier ist ein Auerochse. Da muss doch irgendwo kleine Auerochsen... müssen doch auch hier herumlaufen. Vielleicht könnte die noch irgendwie domestizieren. Das wäre schön. Naja, das war offenbar ein Einzelauerochse, der hier herumläuft. Ich finde fantastisch, dass wir hier so nahe dieses ganze Eisen haben hier. Hier ist Eisen. Wir hatten hier vorne noch irgendwo Eisen. Auf der anderen Seite auch noch Eisen. Das ist schon echt cool. Ich meine, man wird wahrscheinlich ganz viel Eisen brauchen. Aber das ist schon echt gut. Das ist richtig gut. Ich wollte eigentlich die... Ach, ich lasse mich immer sehr ablenken. Es tut mir sehr leid, liebe Zuschauer da draußen an den Empfangsgeräten. Ich lasse mich immer sehr leicht ablenken. Aber ich will euch immer am liebsten alles auf einmal zeigen. Mal ganz kurz gucken. Einmal einfangen. Komischerweise, das sind wieder normale Pferde. Keine Feralpferde. Ja, gut. So, apropos ablenken. So, jetzt Fischgebiet. Sind jetzt aktuell so zu 30% geleert. Also ich würde sagen, wenn die alle jetzt hier mit... Wenn ich dieses Fischgebiet... Händler ist angekommen, schauen wir gleich mal. Wenn wir hier auf 2 stellen würden, dann wären die Fischgebiete wahrscheinlich komplett geleert. Weil die bei einer Person schon geleert sind. So, jetzt vielleicht Daumen drücken. Ist hier nochmal... Ach, schade. Ich sehe leider keine Tiere. Was ich sehe, ist Bronze. Bronze. Wir nehmen mal Bronze. Hab ich Bedarf an Bronze? Ja, wir haben Bedarf. Wir haben auf alle Fälle Bedarf. So, dankeschön. Und du bekommst von mir ein paar Haufen Knochen. Und außerdem bekommst du wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Brot von mir. Ne? Brot hat nur den Wert von 1. Da hätte ich gehofft, dass das ein bisschen mehr ist. Gehen mal auf 50 runter. Hülsenfrüchte werden uns ja auch immer kaputt. So.
Passt. Dankeschön für die Bronze. Und dann gucken wir mal. Dann hoffen wir mal, dass die hier... Wie sieht es denn aus aktuell mit den Sachen hier? 83, 65. Fischerei, die Fischreuse. Da habe ich ein bisschen was verkauft beim letzten Mal. Da wird es wahrscheinlich wieder... Ich habe die Kommentare noch nicht gelesen, weil ich ja wieder ein paar Folgen im Voraus aufnehme. Da wird es aber wahrscheinlich in den Kommentaren gleich wieder heißen... Ah, jetzt verkauft er hier die teure Fischreuse, Mensch. Oh, Ember. Kaputt. Ärgerlicherweise. Ember kaputt. Aber wir haben nicht so viel Emberfelder. Wir haben mehr Gerste. Zwei Emberfelder. Das war's. Na gut, na gut. So, ich lasse jetzt auch weiterhin, ne, wenn ich nicht gerade eine Entscheidung treffen muss, lasse ich mal auf 8 laufen. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar mehr Leute bekommen. Können ja mal gucken, vielleicht, dass wir uns irgendwie... Ja, wenn ich jetzt sage, 150 Kapazität, wenn wir 155 Kapazität, wenn ich sage, bei 150 Leute wechseln wir in die Eisenzeit, hätte ich jetzt gesagt, eher da brauche ich aber noch ein bisschen. Ich könnte natürlich auch einen Cut machen, aber dann muss ich wieder aufpassen, ob dazwischen irgendwas Wichtiges passiert und muss dann sowieso trotzdem aufnehmen und so weiter. Ich will euch ja das volle Dawn of Man Erlebnis bieten und das heißt auch hier mal ein bisschen abzuwarten dann. Ich versuche ja die Zeit ein bisschen zu versüßen. Beispiel, indem wir Leuten bei der Arbeit zugucken, während sie sich quasi abmühen und abplagen, gucken wir ihnen in der Arbeit zu und von unserem Elfenbeinturm aus quasi. So, Holzkohle wird wieder gemacht, sehr schön, das passt auch. Sieht eigentlich hier oben aus mit unserer Rüstungsschmiede, da wird momentan gar nichts produziert hier, da ist niemand. Genauso wenig beim Bier, hier vorne noch ein bisschen, also diese drei Häuschen hier, jeweils Brauerei und Rüstungsschmiede, werden aktuell nicht aktiv so wirklich genutzt, habe ich das Gefühl. Bin etwas enttäuscht. Aber liegt halt wahrscheinlich auch daran, jetzt ist wieder Ernte, ne? Deswegen sind alle wieder auf dem Feld. Naja. So, wie geht's eigentlich unseren Megalithen aktuell? Ich guck mal in den überaus interessanten Megalithen-Bildschirm. Für den Abtransport bereit. Sehr schön, ich mache alle bereit jetzt. So, Megalith, sehr schön. Ach, wunderbar. So, ich bin gespannt. Und jetzt habe ich mich schon wieder ein bisschen verfahren. Aber wir haben ja gelernt, die Return-Taste bringt uns zurück nach Hause. Das war wirklich ein grandioser Tipp hier, diese Return-Taste. Ich habe andere Let's Plays gesehen. Ich glaube, eins war von Gronkh. Das ist auch schon ein bisschen länger. Eher, also schon etwas älter, aber dem ging es irgendwann mal genauso. Ich habe da ein paar Folgen mir angeguckt und relativ am Anfang ging es Gronkh genauso, da hat er sich irgendwo verirrt und gerade so eben hat er noch zurückgefunden. So, Zinnerz. Oh, Vieh, ein erwachsenes Männchen, das nehme ich mit. Leder nehme ich auch mit. Holzkohle nehme ich mit. Schnittige Kommission. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns das überhaupt leisten können. Immer zuerst alles in den Einkaufswagen legen und dann überlegen, ob man sich das überhaupt leisten kann. Das ist der richtige Weg. So, was kann ich dir denn dafür anbieten? 113 Wolloutfit. Oh, Wolloutfit ist ja momentan aber etwas unterdurchschnittlich besetzt. Gut, wir haben noch 20 hier. Also das reicht schon noch. Aber wir bräuchten ja über 125 Stück dann für den Winter. Ansonsten stellt es den Leuten wieder die Zehennägel auf, wenn es mal ein bisschen kälter ist. 100 Steine habe ich auch noch hier. Eieiei. Aber ansonsten sieht das eher mau aus, ehrlicherweise. So, wir machen das mal so. Bisschen Essen noch. 122. Dann bekommst du noch ein bisschen... Was gebe ich dir denn noch? Die Fischreuse. So, nee. Du bekommst noch ein bisschen Hülsenfrüchte hier. Komm. So. Na gut, also, wir lassen das hier übrigens stehen, habe ich beschlossen, weil das so uns an die Anfangszeit ein bisschen erinnert und lockert auch ein bisschen unser Dorfgeschehen hier noch auf. Dann später hier alles quasi vollgebaut ist, dann dient das so ein bisschen noch als, keine Ahnung, so als zusätzlichen Dorfmittelpunkt. Ich habe hier vorne noch Stein. Oh, hier ist auch noch Stein, den können wir ganz kurz noch hinterlegen zum Abbauen. Stein, Stein, Stein holen. So. Ist hier noch irgendwo Stein? Nee.
Ansonsten liegt hier einfach noch mal Stein. Ich dachte, wir hätten schon alles abgebaut. So, wir sind ja aktuell schon am Limit angekommen mit 100. Wüsste jetzt ehrlicherweise auch gar nicht, was ich sonst noch mit dem ganzen Stein machen sollte. Können wir denn steinmäßig noch irgendetwas bauen? Ja, man braucht wahrscheinlich auch für die Häuser eventuell zum Reparieren wieder Stein. Könnte ich mir vorstellen. Wir haben jetzt einfach hier rund ein Schild gebunkert. Wir müssen noch die Upgrades machen. Das habe ich natürlich jetzt wieder versemmelt. Wir brauchen ja noch die Lagerhütten-Upgrades, Mensch. Wieso sagt denn niemand was von euch da draußen? Oh, und ich habe nur eine Käserei, kann das sein? Wir machen natürlich noch eine Käserei hier. Ja. Also hier bei der Käserei hat sich damals noch nicht durchgesetzt, dass wir immer mindestens so 3 Stück bauen. Ich glaube, für die Käserei selbst gibt es... Wir haben schon 3 Käsereien gebaut und ich habe die wahrscheinlich wieder abgerissen. Wir bauen jetzt mal 3 Käse. Ja, lohnt sich nicht. Wir haben so wenig Milch. Das lohnt sich kaum. Wir machen mal eine zweite Käserei noch. Wir machen eine zweite Käserei und zwar direkt. Das geht. Gedreht hier hinten dran. So. Und ansonsten Wolle 139 ist perfekt. Leinen. Oh doch, nee, wir haben genug. Wir haben genügend Klamotten aktuell für unsere Leute. Und wir nähern uns doch ganz schön schnell der 150 hier. 133. Das sieht schon mal ganz vielversprechend aus hier. Gefällt mir. Aber was wir machen ist in der nächsten Folge. Ja, wir haben noch 1-2 Minütchen. Ich werde das noch anstoßen. Der Winter ist schon fast vorbei. Wir gehen ja hier über Geschwindigkeit. Wir haben jetzt hier noch Lagerhütten. Und zwar 1, 2, 3 Lagerhütten. Und die müssen noch verbessert werden. Oh, Korenak ist erfroren. Wieso ist der erfroren? Oh, wisst ihr, wieso der erfroren ist? Wahrscheinlich wegen den Megalithen hier. Ach, das ist ein Opfer, dass der Bürgermeister natürlich schon bereit ist einzugehen. Eieiei, wieso ziehst du dir? Ach, die ist noch... Ui, die ist im Herbst losgegangen. Und wahrscheinlich im Winter hier... Oh, das sieht schlecht aus. Nun, da sind die 150 wieder ein bisschen weiter entfernt. Imak... Unsere erwachsene Frau wird wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig nach Hause kommen. Da ist auch nochmal jemand. Na gut, aber so ist es halt mal. Wenn wir Megalithen brauchen, dann muss man auch ein bisschen weitergehen. Hilft ja alles nichts. Wir gucken mal ganz kurz zum Händler noch. Ziege brauchen wir nicht. Leinenstoff. Lein. Ich hätte eigentlich Leinen, deswegen sparen wir uns den Leinenstoff. Das sind Erz. Das ist aktuell nichts, was wir brauchen. Ich würde das noch ganz kurz gerne anstoßen jetzt hier. Wir warten noch kurz den Winterwechsel ab. Vielleicht schaffen die Leute es ja noch bis nach Hause. Oder auch nicht. Nochmal 2 Menschen erfroren. Ach, so kurz. So kurz vor dem Ziel hier. Sind beide jetzt erfroren, oder wie? Eieieiei. Na gut. Schnappt euch die ganzen Sachen noch. Sehr schön. Verwertet die wieder. Und wir haben den Winter überlebt. So. Also, das heißt, wir geben jetzt mal die Lagerhäuser in Auftrag. Damit ich das nicht vergesse in der nächsten Folge. Und ich bin geneigt, in der nächsten Folge dann die Eisenzeit auszurufen. Oder warten wir noch eine Folge? Ich werde mir das mal überlegen und werde euch in der nächsten Folge das mitteilen.